Ja, wir haben jetzt Samstag und jetzt sind gerade eben hier diese vier kleinen wunderbaren Lüfter gekommen. Genau, ja, die gab es einmal mit 24 Volt, einmal mit 12 Volt und einmal mit 5 Volt, also wie ich es habe. Und ich dachte mir eigentlich so, yo, 5 Volt, die sind safe halt komplett wack einfach nur. Aber oh mein Gott, ich habe die immer an den PC angeschlossen, also ein und die blauen echt brutal. Also ich hoffe mal, dass es dann über USB ein bisschen weniger ist und alle vier zusammen. Genau, ich werde dann halt hier irgendwie so mit so einem Kabel verbinden, das hier oben auf USB umlöten und dann gucke ich mal, was das gibt. Genau, jetzt klebe ich die erstmal hier mit Heißkleber dran. Ich denke mal, dann sind die auch ein bisschen eben schallisoliert, wenn die da hier mit so einer Gummischicht dran sind. Und ja, ich mache es einfach mal. Das sieht ja soweit ganz gut aus. Mache ich hier außen auch noch mal ein bisschen Heißkleber dran. Zack. Ich meine sogar, hier oben könnte ich es... Ne, da kriege ich es nicht dicht. Da würde ich in die Lüfterblätter reinkleben. Okay, ja gut, also die Lüfter sind jetzt dran. Hier hätte noch einer dran gepasst. Ja, der hätte auch was gebracht vielleicht noch, aber es war halt einfach nur ein Viererpack Lüfter, von daher... Lass ich es jetzt so. Genau, jetzt muss ich noch warten bis hoffentlich nur Montag, bis dann hier noch der CPU-Lüfter kommt. Ja, hier kommt ein tatsächlicher CPU-Lüfter drauf auf die Heatsink, die da drunter hockt. Und hier mache ich wahrscheinlich einen Ausschnitt rein in das Cover. Vielleicht lasse ich das Cover auch ganz ab, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie es wird. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie der aktuelle Stand war, da die ersten paar Szenen jetzt schon ein paar Tage her sind, weil der Kollege ein bisschen hat auf sich warten lassen. Genau, auf jeden Fall hier hinten die Lüfter sind jetzt dran gebappt. Hier ist die ganze Platine von der PS4 und der Chip. Genau, da ist auch schon eine Wärmeleitpaste drauf, beziehungsweise die ist, glaube ich, 3 Monate alt, also die lasse ich einfach drauf. Ja, ich habe das schon alles losgeschraubt und das sieht dann eben so aus. Also das ist quasi der Kühlkörper oder die Heatsink von der PS4 hier mit 2 ganzen Heatpipes. Genau. Und ich habe wirklich lange überlegt und da es wirklich keine einfache Möglichkeit gibt, einfach auf die PS4 direkt einen neuen Kühler drauf zu klatschen, werde ich einfach das hier ausschneiden und dann kommt der Kollege hier genau so oben auf die Heatsink drauf. Und ich hoffe einfach, dass es dann da nochmal ein paar Grad Wärme rauszieht und genau das gute Ding leise wird. So, dann gucken wir mal, ob der Ausschnitt jetzt hier was gebracht hat. Also erstmal da drauf, beziehungsweise ob der groß genug ist. So ungefähr habt ihr richtig. Dann den hier drauf und... Okay, hier muss noch was weg auf jeden Fall. Genau, das muss noch ein bisschen tiefer und ansonsten passt es, denke ich mal. So, gucken wir noch mal. Zack, ich lege mal die Power Supply drunter. So, so sollte es sitzen. Packe ich den noch mal drauf. Ei, optimal. So, ich nehme mal kurz die Kamera. So. Also, na, die beiden Kühlelemente schließen jetzt hier bündig ab an der Seite. Genau, und hier sieht es auch ganz gut aus. Hier wollte ich das nicht direkt komplett mit abschneiden, das Cover.
Weil hier wird die Luft in die ins Netzteil reingechannelt, sage ich mal. Ich zeig's euch. Ja, das Netzteil sitzt quasi so hinten dran und ist dann eben auf die und ist dann eben auf die kühle Luft, die hier reinkommt, angewiesen. Damit die hier nicht nach oben entweicht, habe ich es eben dran gelassen. So, ich habe jetzt mal alles hier über so Mehrfachverbinder an meinem PC angeschlossen, bevor ich alles umlöte, und gucken wir einfach mal. Es ist leiser als vorher. Ja, neuer Tag, neues Drama, sage ich mal. Und zwar habe ich gestern mal ein bisschen getestet, also die funktioniert wieder wunderbar, der hier läuft wunderbar. Mein Problem sind die Lüfter hier hinten dran. Und zwar, ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe mir so einen kleinen Drehregler geholt, ich mache den mal auf maximal. Starte ich die PlayStation. Genau, da hört man schon. Das sind eben die kleinen Lüfter, die sind relativ laut. Ich kann es jetzt noch runterdrehen. Bis zu dem Punkt circa. Bevor dann so ein kleines, nerviges Geräusch einsetzt, das zeige ich euch jetzt. Und das geht eben auch nicht weg, wenn ich es ganz ausschalte. Was eben keinen Sinn macht, weil bei dem Geräusch drehen die ohnehin eh nicht mehr. Genau, also da überlege ich jetzt noch, ob ich wirklich alle vier, ob ich überhaupt einen von denen nutzen werde. Bleibt auf die nächsten Szenen gespannt, ich weiß es jetzt wirklich noch nicht. Ja, willkommen zurück. Und zwar, ihr seht, die PlayStation läuft, GTA läuft. Und da steht das gute Stück. Also genau, ich bin nämlich zu einem Entschluss gekommen. Ich zeige es mal eben kurz. Und zwar habe ich einfach jetzt hier hinten zwei abgemacht. Und die beiden leisesten dran gelassen und, also ich weiß nicht, wie es jetzt auf der Kamera ist, aber es ist echt okay eigentlich, das Geräusch. Genau, hier bei dem CPU-Kühler, den ich da einfach auf die Heatsink drauf gemacht habe mit Wärmeleitpaste, da merkt man auch hier an der Seite richtig, wie die Heatpipes warm werden, also bringt durchaus was. Genau, ich spanne jetzt einfach mal die Kamera wieder auf, einfach nur um zu zeigen, dass wenn man auch mit Ton zockt, auch wenn man relativ nah dran hockt an der PlayStation, normal ist man ja auf der Couch oder so, dass man es eigentlich nicht wahrnimmt, die PlayStation. So, hier Ton an. Boah, da vorne ist direkt so ein kleiner Motherfuck. Oh. What the fuck. Ja, den können wir hier mal jetzt... Ach, der hockt in der Straßenbahn oder was? Nee, hockt er nicht.
Ja, also man sieht es auf jeden Fall. Es funktioniert wunderbar, die PlayStation. Der Ton ist, glaube ich, auch auf der Aufnahme nicht hörbar. Genau, ja, ich habe ja hier hinten noch den Drehregler dran. Also den habe ich da ja... Moment, genau, sieht man's. Habe ich da ja reingelötet. Und der steuert quasi die Geschwindigkeit von den hinteren Beinen. Ich drehe die mal eben ganz hoch. Da ist es dann eben doch hörbar und so betreibe ich sie eben, also quasi zur Grenze, bevor sie so einen richtig ekelhaften Ton machen, kurz vorm Stehenbleiben. Und ja, man merkt auch, bei dem linken kommt auf jeden Fall richtig warme Luft raus. Beim rechten, ja doch, da wird die Luft jetzt auch langsam warm, eben war die noch eher kälter. Ja, auf jeden Fall, man sieht, es bringt was und falls ihr mehr Videos sehen wollt, abonnieren!